Hier befinden wir uns jetzt gerade auf einem kleinen Anleger, der eigentlich mehr. Moment, kurz Headset zurechtrücken. So, der eigentlich mehr dekorative Zwecke hat. Aber ich finde, so im Wald eingebettet sieht das einfach cool aus. Einfach mal so den Panoramablick hier genießt. So. Oh Gott sei Dank sind noch Schiffe da. Jetzt werden wir nämlich die Schiffe tatsächlich mal brauchen, weil das Projekt, was ich jetzt zeigen will, ist vom Land nicht so ohne weiteres erreichbar. Das habe ich aber mit Absicht so gemacht. Na komm, ach, das Handling von diesen Booten, da werde ich mich nie dran gewöhnen. So, wieder zumachen. Ah. Na komm. Boot. Oh, dieses Handling von denen. Ja, das Projekt sieht man hier schon von der Seite ganz gut. Das ist eine Gebirgsfestung. Hier ist der weite Ozean. Hier gibt es ziemlich genau nichts. So. Das ist die Gebirgsfestung. Fahren wir mal rein. Ach, hier ist noch ein Boot von meinem letzten Besuch. So, die ist in mehreren Ringen organisiert. Wir bleiben jetzt einmal kurz beim äußersten Ring. Dem Hafen. Die ist, wie gesagt, an diesem Berg geschmiegt. Der Berg war hier so U-förmig und dachte ich mir so, hey, da kann man was reinbauen. Da habe ich so eine kleine Säule gemacht, die sozusagen diesen einen Überhang vom Berg so ein bisschen stützt. Da haben wir ein Schaf. Wie das da hingekommen ist, weiß ich nicht. Und es ist da schon... Ach, keine Ahnung, solange ich zurückdenken kann. Und es bewegt sich da auch nicht weg. Schauen, das Schaf gehört einfach hier dazu. So. Hier sind immer kleine Säulen, an denen eventuell Schiffe fertig gemacht werden können. Man sieht schon, hier wird Holz verladen. Hier ist gerade ein Baumstamm in der Bearbeitung. Verarbeitung eher gesagt. Und hier ist ein kleiner Minecart-Weg, der durchführt in das Lager. Eigentlich hätte ich hier nochmal vor, vollautomatisierte Schienen zu bauen. Aber irgendwie ist da nichts draus geworden. Hier hätten noch Eisenblöcke hingesollt. Das simuliere ich jetzt einfach mal kurz durch die Dinger. Hier ist wieder ein kleiner Kran, der fährt hier hin und her. Hier ein bisschen einfacher gehalten, weil ich nicht viel Platz für das Lager hatte. Deswegen sieht das hier alles ein bisschen schief und verwinkelt aus. Ebene 1, wieder mit einem Kran. Und Ebene 2. Ich fällt auf, dass die Fackeln in diesem Texture Pack echt cool aussehen. Eher halt wie Laternen als wie Fackeln. Finde ich gut. So, wir müssen aufpassen, dass man nicht reinpurzelt. Wo ist das Minecart jetzt geblieben? Hier. Da passt es optisch sogar sehr gut hin. Bleib mal da, bleib. Naja. Gut. Dann. Das ist sozusagen Ring 1 hier. Der äußerste Ring. Frei begehbar. Hier führt der Weg jetzt über das Tor. Sind wir hier. Jetzt geht es sogar noch eine Ebene höher. Und wirklich, die Festung ist begehbar bis ganz da oben. Das sind diverse Ebenen, die hier kreuz und quer miteinander verschachtelt sind. Ich habe das mit Absicht schief und verwinkelt gebaut. Ja, scharf ist ja gut. Wo geht's hier hin? Genau. Hat man eben von außen vielleicht schon gesehen, diese kleine Empore hier. Das ist, naja, ich will jetzt nicht sagen eine Kaserne, aber so ein kleines Soldatenlager. Hier ist der entsprechende Aussichtspunkt. Hier ist ein kleines Lager. Hier ist der Duschbereich. Hier ist der Aufenthaltsraum der wachhabenden Soldaten. Ihr seht schon, hier sind überall Tunnel, die ins Innere des Berges führen. Hier ist ein kleiner Schlafsaal und sogar ein kleiner Belüftungsschacht. Gehe jetzt mal Stück für Stück vor. Ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß nicht, ob man Facebook gerade im Hintergrund gehört hat. Wenn ja, tut mir leid. Nicht wirklich professionell, aber ich starte die Aufnahme jetzt nicht nochmal von vorne. Moment.
Ich habe kurz Facebook zugemacht. Wie professionell. Naja, ich fange gerade an, den Space zu machen, von daher sei mir das denn schon verziehen. So, hier ist eine kleine Mine. Irgendwo muss das Baumaterial ja auch herkommen. Die Mine führt tatsächlich runter bis zum Bedrock. So, Türchen wieder auf. Ey, ich sagte Türchen auf. Schnell durch. Genau, und hier ist noch so ein kleiner Balkon, wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde, wir nähern uns dem Tor der Festung einmal auf dem offiziellen Weg. Wir heißen über Wasser. Kommt man hier hin? Okay, hier sind wir jetzt wieder auf Ebene 0. Bringt uns aber auch nicht viel, weil wir hier nicht rauskommen. Was ist hier hinten? Hier hinten ist eine zweite Mine. Moment, muss mich einmal kurz orientieren. So. Genau, hier haben wir unseren kleinen Rundgang eben begonnen. Über die Brücke landen wir jetzt hier hinten. Hier ist ein kleiner verwucherter Eingang. Der würde jetzt hier hinten wieder zu dem Wehrgang führen, wo wir eben waren. Hier ist ein weiterer Zugang zur Soldatenstube. Und hier geht es ins Innere des Berges. Ihr seht schon, das ist immer alles... Man kommt eigentlich immer von überall hin. So, jetzt sind wir hier im Innenhof der Burg. Hier kommt man dann mit seinen Booten an. Hier geht es auch wieder ins Innere des Berges. Hier führt es auf den Wehrgang. Hier kann man einmal rausgucken. Ich habe hier extra so Ranken vorwachsen lassen, dass es dann so ein bisschen versteckt ist. Und wenn man hier längs geht, landet man wieder im Wehrgang. Jetzt hier auf Ebene 0. Hier habe ich mal einen neuen Bodentyp ausprobiert. Ich finde, das sieht ganz witzig aus so. Müsst ihr mir mal sagen, was ihr so davon haltet. So. Huch, hier ist, glaube ich, gerade das Boot kaputt gegangen. Hier ist das Burgtor, relativ unscheinbar. Das ist mit Absicht so gehalten. Hier ist eine kleine Schmiede. Da habe ich sogar Feuer, genau. Netherrack, wenn man das erkennt.